Und hier sind wir ein allerletztes Mal mit der Hertha zusammen auf dem Feld für dieses Jahr. Wir werden uns danach zwar noch ein bisschen sehen mit ein, zwei ja, Analysevideos, Rückblicken etc. Aber das wird das allerletzte Spiel sein, was wir mit der Hertha bestreiten. Und es ist so ein bisschen Wehmut dabei, aber auch Vorfreude. Ich freue mich mit den Jungs hier den letzten Pokal in die Höhe strecken zu können. Das zweite Mal den DFB-Pokal zu gewinnen. Leider müssen wir auf Le Normand verzichten. Der hat sich die Bänder im Knie überdehnt und fällt jetzt 5 bis 6 Wochen aus. Das heißt auf jeden Fall für das Spiel und geht jetzt auch schön verletzt in Urlaub. Ist natürlich scheiße. Aber wir kriegen das Ganze schon hin. Ja, wir haben Borussia Mönchengladbach. Das ist ein Gegner, der in letzter Zeit wirklich in schlechter Form war. Zwar auch starke Gegner hatte mit München, Leipzig, Frankfurt, Leverkusen etc. Aber mit einer ganz, ganz schwachen Form hier ankommt. Das heißt, da sollte das doch eigentlich möglich sein. Wir haben auch eine Teamansprache gehalten, fanden die Jungs auch alle super. Wir verstehen uns hier eh im Verein. Das heißt, ein letztes Mal hier zusammensetzen für den Coach. Und die Jungs wissen ja noch gar nicht, dass ich gehe. Naja, wir sagen es ihnen nicht. Noch ein letztes Mal für diese Saison zusammensetzen, Jungs. Und dann gewinnen wir das Ding. Let's go. Le Normand fällt verletzungsbedingt aus. Wie sehr wird er in diesem wichtigen Spiel fehlen? Es tut auf jeden Fall weh. Aber es bringt jetzt auch nichts darüber, da jetzt groß irgendwie rumzuheulen. Deswegen, wir haben geile andere Spieler und die werden den da super, super ersetzen. Ja. Rooney war zuletzt gut in Form, steht natürlich in der Startelf, das ist klar. Er spielt sehr gut und er macht einen geilen Job. Und heute geht das weiter. So gehen wir ran. Amey, Akekum, Gechter, Chindo in der Viererkette, Fabian. Und Dardai davor auf der 10 Franca, rechts Rooney, vorne drin Inzaghi und links Bayer. Die Gladbacher gehen ebenfalls in 4-2-3-1 ran. So kennen wir das. Und so haben wir das auch erwartet. Darauf haben wir uns eingestellt. Und so werden wir das Spiel gewinnen. Jadon kriegt trotz dem letzten schlechten Spiel das Vertrauen. Ja, der hat sich da ein bisschen wirklich an Barco vorbeigearbeitet. Maxi Bayer ist, glaube ich, selbstredend. Akekum die letzten Spiele auch überragend gespielt. Ja. Gut. Super Start. Rooney gleich mal verletzt. Mögliche Fußverletzung. Das heißt, Ben Richards kommt schon mal rein. Nach 3 Minuten. Sehr, sehr bitterer Start. Oskar Fraulo da scheinbar mit dem Foul. Zumindest könnte es da einen Zusammenhang zwischen der gelben Karte und der Verletzung geben. Franca Klasse Balleroberung. Inzaghi Pascal raus auf Ben Richards. Versucht Dardai zu schicken. Der kommt aber nicht ganz an. Schreiber muss den abschlagen. Und Chindo ist da. Bayer mit Fabian. Langer Ball auf Ben Richards verlängert. Pascal kommt nicht hin. Ben Richards! Jawoll! Ein Keeperfehler. Torwartfehler von Tim Schreiber. Und Ben Richards macht das Ding einfach per Kopf. Der Joker sticht schon nach 5 Minuten. Ja, bisschen unglücklich. Gewinnt hier das Kopfballduell, dann Pascal verliert und dann muss man da auch hinterfragen, was Tim Schreiber macht. Er wartet wohl so ein bisschen, dass Richards den nochmal querlegt. Der bringt den aber Richtung Tor und damit eine kleine Überraschung zum 1-0. Nehme ich sehr gerne mit. Sehr, sehr gut. Dardai Fabian. Linie lang auf Maxi Bayer. Appelliert ihn an Estevez. Aber die spielen das hier wirklich riskant, die Gladbacher. Ballverlust, Dardai, Inzaghi! Was eine Parade von Tim Schreiber. Boah, da macht das wieder so ein bisschen gut. Der hat nämlich genau in den Knick gepasst. Einwurf Jindo hoffentlich zum Mitspieler. Pascal auf Bayer, ja. Jindo, Fabian. Und Dardai haut ihn drüber, schade. Also guter Start von uns. Auch wenn Gladbach mehr Ballbesitz hat. Die Chancen sind ganz, ganz klar auf unserer Seite. Da legen wir jetzt am besten schnell mit dem 2-0 nach. Und dann gibt es hier gar keine Diskussion. Bayer Chipball kommt nicht an. Udokai wird gepresst. Genauso wie Kumetio. Und jetzt haben sie sich ein bisschen rausgespielt, die Gladbacher. Paulo raus auf Esteves, aber Bayer arbeitet damit zurück. Bleibt da auch eng dran. Oxford. Aber der Ball läuft gut bei Gladbach. Esteves. Verfolgt von Bayer. Fraulo. In den Rückraum aber weit rüber von Felix Udokai, der heute so ein bisschen gezwungenermaßen auf der 6 spielt bei den Gladbachern. Eigentlich ja gelernter IV.
Einwurf von May. Ben Richards, der wieder die Linie lang geht. Ja, nimmt Dardai mit. Dardai chippt den rein in Jaki Pascal. Tim Schreiber hält fest. Okay. Trotzdem weiterhin gutes Spiel von uns. Wir arbeiten gute Chancen. Jetzt ein Eckball. Oskar Klug. Ui, der sah ein bisschen gefährlicher aus. Dardai. Francia schön. Ah, ein Tick zu weit. Schreiber löst dann per Fuß, nimmt den Ball nicht in die Hand. Umetio Kerkes. Veron Udokai. Ach, schade. Gladbach spielt es ganz gut im Ballbesitz. Da müssen wir ein bisschen gegenarbeiten. Vitorok ist durch. 1-1. Na, brauchen wir mehr. Da sah Dennis Simon nicht gut aus. Sah aber auch Aki Kumbas, glaube ich, nicht gut aus. Rodo gut gelöst, Esteves hat zu viel Platz, weil Bayern nicht richtig mitarbeitet und den muss Akekum haben. Schade, 1-1. Bleibt spannend das Spiel. Klar, wir spielen hier im Pokalfinale. Gladbach wird ein bisschen stärker. Naja, wir warten jetzt erstmal, bevor wir irgendwelche Änderungen machen. Freistoß Martin Dardai. Akekum, ja, möchte wieder gut machen. Ben Richards abgefälscht. Fraulo hat den Fuß zwischen. Sah sehr, sehr knapp aus. Dardai Eckball lang auf Akikum vielleicht. Lang kommt er aber. Tim Schreiber passt auf. Okay. Nächster Eckball. Kurz vor der Pause nochmal. 2-1 wäre natürlich super wichtig. Gechter, schade. War aber doch ein gutes Stück vorbei. Das heißt, wir gehen mit einem 1-1 in die Halbzeit. Und noch nicht ganz so überzeugend in der ersten Hälfte. Also da muss schon noch eine Steigerung her. Bisher auch noch kein Pokalfinale für den neutralen Zuschauer. Gibt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gas, Jungs. Komm, das geht besser. Auch das Mittelfeld. Komm, dreht das Spiel und vor allem vorne Inyaki. Du machst den Unterschied. Ja. Tut er sich noch ein bisschen schwer mit. So, auch hinten wahrscheinlich, also die ganze Verteidigung sieht heute nicht so gut aus. Amei überfordert, Shindo leider auch, da wird dann wahrscheinlich Barco kommen. Shindo, na. Francia will ich auch wahrscheinlich bald rausholen, Gechter, Fabian. Dardai, Francia, kommt nicht ganz an, Bayer macht den nochmal fest. Okay. Bayer, bringen wir Velis rein, bringen wir Barrero rein. Ich habe so ein Gefühl bei Barrero im Sturm, dass das heute funktionieren könnte. Deswegen glaube ich, ist das einer unserer nächsten Wechsel. Schreiber mit Kumetio. Udokai. Ich weiß gar nicht, wen Ben Richards da in der Eckfahne decken wollte. Boah, Klug kommt da hin. Und dann sind wir natürlich offen, wenn wir da so überspielt werden. Esteves, gut geklärt von Akekum. Francia macht schnell für Maxi Bayer, jawohl. Vorne Box besetzen. Ah, Pascal kommt hin, stolpert aber so ein bisschen. Luke Udokai. Balleroberung, jawohl. Fabian. Pascal. Ah, nee. Nee, nee, nee. Das ist die falsche Variante. Ja, wir lassen mal die Szene noch durchlaufen. Akekum, Dardai. Fabian, wieder Pascal geblockt. Versucht aus der Distanz. Langer Abschlag, Akekum ist da. Ball bleibt bei uns. Shindo die Linie. Maxi Bayer. Pascal wieder aus der Distanz. Prüft da Tim Schreiber jetzt ohne Ende. Ja, da müssen wir in bessere Position kommen. Deswegen ziehen wir ihn noch gleich zurück. So, und jetzt nämlich der Wechsel, den wir machen wollten. Shindo raus, Barco rein. Und Francia raus, Pascal auf die 10. Vorne rein, Alexis Barrero. Überraschung, nicht Alejo Velis, sondern Alexis Barrero. Habe irgendwie das Gefühl, dass der Junge heute das Ding rumreißt für uns. Gut aufgepasst, Ben Richards war aber auch ein sehr leichtfertiger Fehler von Kumetio. Dardai ist durch, muss ihn querlegen, legt da auch Pascal, kriegt aber nicht mehr genug Kraft hinter den Ball. Schade.
Ja, die Zeit rinnt. Ich bin am Überlegen, ob wir Ben Richards zurückziehen auf die sechs, auf die Rechtsverteidigerposition und dann nochmal offensive Wechsel bringen. Und ich glaube, das machen wir auch. Ben Richards nach hinten. Dafür dann Barrero rechts raus. Und vorne drin doch Alejo Velez. Curtis Jones für Fabian. Damit haben wir alle Wechsel getätigt. Und gehen rein in die letzte Viertelstunde des Spiels. Mal gucken, was hier noch geht. Wir fordern nochmal mehr von den Jungs. Auch bei Bayer fehlen langsam die Kräfte. Bei Gladbach sieht auch noch nicht viel besser aus. Die haben aber tatsächlich noch fast gar nicht gewechselt. So, langer Ball landet bei Gechter. Ball zurück zu Dennis Seimel. Akikum. Dardai. Pascal. Velis. Bayer probiert's. Ja, diese Distanzschüsse. Jungs, was ist denn da los? Hör mal. Das kannst du doch keinem erzählen. Velis hat den nochmal. Nimmt Barrero mit. Alexis Barrero. Balleroberung nicht ganz. Na, Barco bleibt am Ball. Gechter, Jones, Dardai. Raus auf Barco. Jetzt ein flaches Ding rein. Alejo Velis. Da ist das Ding. Unser Spielentscheider von der Bank. Wunderschön gespielt. Und dann Willis in der Mitte weiß, wie man solche Dinger verarbeitet. Und ja, jetzt müssen wir das Ding nur noch über die Zeit bringen. Kerkez, Ball geblockt. Die letzten Sekunden laufen. Und Alejo Willis macht uns nochmal zum DFB-Pokalsieger. Was ein Typ. Ja, Simon schlägt ihn dann doch lang, schickt die Jungs raus. Lässt sich da jetzt auch viel, viel Zeit. Akikum, Gechter und einfach den Ball nur lang raus. Jawohl, genau so. Das soll es gewesen sein. Wir sind jetzt fast eine Minute schon drüber. Einfach geht's nochmal Klostermann, Oskar, Umezio, Udokai. Und das war's. Das war's. Wir sind DFB-Pokalsieger 2029. Martin Dardai geht vorne ran. Nimmt den Pokal entgegen. Diesmal ohne rote Brille, unsere Vertreter vom DFB. Wunder, wunderschön. Ach, so kann man sich doch verabschieden vom Team. Martin Dardai, den Pokal in der Hand und gleich geht's los, das Feuerwerk. Da ist es. Oh, jawohl. Geile, geile Stimmung hier im Stadion. Wobei, eigentlich ist es ein bisschen Totenstille hier. Naja, sehr, sehr wichtig. Ach, ich bin einfach glücklich, dass wir das Ding gewonnen haben. Und dass Alejo Velez das Spiel entscheidet. Das ist auch einfach so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht ist es Schicksal. Ja, dass der Junge uns nochmal zum Pokalsieger macht. Genau die richtige Einwechslung. Ben Richards, klasse Spiel, macht da sein Tor. Und auch sonst ein gutes Spiel gemacht. Akikum stark. Dardai stark. Barco eingewechselt und macht auch noch die Vorlage da. Perfekt. So muss das Ding sein. Zweiter Pokalsieg für uns. Und genießt den Erfolg. Ihr werdet an den Tag zurückdenken, wenn ihr mal die Schuhe an den Nagel hängt. Ja. Nicht nur wegen Pokalsieg, sondern auch, weil es das letzte Spiel mit mir war. Naja, sehr schön. Heute wird gefeiert. Heute wird gefeiert, Jungs. Scheiß drauf. Wir denken heute nur an, ja, wir haben den Pokal gewonnen. Ich bin so stolz. Schau dir das Team an, Gustav. Schau es dir an. Die schwache Form ist mir scheißegal, Junge. Ciao. Wir haben den Pokal gewonnen. Ben Richards begeistert bei unserem Erfolg. Livan ist stolz. Junior und Bingi, fantastisches Ergebnis. Gut in der Defensive, gut in der Offensive. Ja, defensiv war es. Ja, ne? War okay. Ben Richards war richtig gut. Hätten höher gewinnen müssen. Ja, wäre vielleicht auch möglich gewesen. Ziemlich egal. Ja, Selim macht dann schon mal klar. Das ist relativ egal. Hauptsache, wir haben heute gewonnen. Schade, dass wir nicht mehr Tore erzielt haben. Klar. Viele vergebene Chancen, aber ich bin von Richards Leistung echt erfreut. Sehr gut, Berdan, das freut mich. Großartiger Sieg. Yeah, großartiger Sieg.
Und wir haben den Sieg gestohlen. Nee, der Sieg war gar nicht bei Borussia Mönchengladbach. Der war immer bei uns in der Hand. Und ja, ich bin einfach super glücklich, dass wir das Ding hier mit dem Titel beenden. Schade, dass es nicht die Champions League oder die Bundesliga war. Aber ich glaube, mit zweimal DFB-Pokal und einmal Euroleague in 7 Jahren Hertha kann man sich doch durchaus glücklich schätzen. Und ich glaube, alles Weitere machen wir ganz in Ruhe morgen. Da machen wir erstmal die Saisonanalyse. Dann, ja, mal gucken. Machen wir noch ein, zwei Videos. Machen so einen kleinen Rückblick, ne, wo wir einfach mal auf alles zurückschauen. Da würde ich auch mal gern ein Jahr noch weiter simulieren, wie die Hertha sich entwickelt ohne mich. Und ob wir da so einen Grundstein gelegt haben, der so gefestigt ist, dass quasi nur ein neuer Trainer installiert werden muss und der rasiert mit den Jungs genauso weiter. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Freunde, das war's für heute. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Und ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Es war eine wunderschöne Reise mit Berlin. Noch ist sie nicht ganz vorbei, deswegen genießt die letzten Videos, solange sie da sind. Genießt den letzten Sieg. Und dann startet auch schon bald was ganz, ganz Neues. In dem Sinne, haut rein. Macht's gut.